Ist das jetzt... Ja. Ist der Schluss. Ist der Schluss. Verdammt. Nein, nein. Ich will nicht sterben. Verdammt. Verdammt. Soll ich es nochmal machen? Servusle zum weiteren Part New Super Mario Bros. Wie? Wir sind hier in der Eiswelt. In der Eiswelt. Aber da wollen wir doch gar nicht hin. Ich will jetzt mal gucken, wie man hier zurückkommt. Gibt es denn da die Möglichkeit zurückzugehen? Wie komme ich denn auf die Weltkarte mit Minus? Irgendwie reagiert jetzt da gar nichts. Jetzt, ich will nämlich in der Welt 2 noch was gucken. Da fehlt nämlich noch ein Secret Exit. Und Flex, die meinte in einem Kommentar, man müsste den Wind nutzen. Ah, den Toad müssen wir auch noch befreien. War das jetzt hier in dem Level? Ich glaube, es war dieses Level. Ich glaube zumindest. Es müsste das mit dem Sturm gewesen sein. Jawohl, das ist das Level. Ups, es ist schon mega tricksy hier, das Ganze. Jawohl, Propellerpilz, den brauchen wir nämlich. Den brauchen wir nämlich. Oh, oh. Glück gehabt, das ist so tricksy hier mit dem Wind. Mit dem himmlischen Kind. So. Warten wir mal, bis der Wind vorbei ist, sonst kacke ich bloß wieder ab. Aber es wäre schön, wie der da Münzen durch die Gegend bläst. So. Uah. Hammerhart. Nein. Jetzt dachte ich schon, ich würde in die Piranha-Pflanze springen. Leck mich doch am Arsch. Jetzt haben wir ein Problem. Ich brauche nämlich einen Propellerpilz für einen Secret Exit. Check the point. Brauchen wir nicht. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Zum Hoffen, dass hier irgendwo ein Propellerpilz drin ist. Da ist er. Ein Traum. Ein Traum, Leute. Oh, oh, jetzt falle ich wieder in den Abgrund. Boah, Glück gehabt. Glück gehabt. So, jetzt gehen wir da oben weiter. Ein bisschen vorsichtig. Da kämpfen nämlich schon wieder die Preußen. Die Preußen im Wind. Das müsste doch jetzt hier gleich sein, oder? Oh, die Preußen. Geh bloß weg. Jetzt dreht er um, die Sau. Ein unschlüssiger Preuße. Ja, das ist hier. Ich muss aufpassen, dass wir jetzt da den Preußen in die... Oh, verdammt. In die Arme laufen. Jetzt bin ich nur am Schauen, wie ich da raufkomme. Hm, wie machen wir das? Ich habe keine Ahnung. Flex, die meinte, von links raufspringen. Und den Wind... Oh, verdammt, jetzt habe ich es wieder verkackt. Jetzt habe ich es verkackt. So ein Scheiß, hier ist nichts mehr drin, oder? Kein Propellerpilz von Doschen. Das habe ich wieder geil gemacht, Alter. Das habe ich wieder super gemacht. Ich glaube, da oben ist ein One-Up oder so gewesen. Ah, komme ich auch nicht drauf. So, ohne Propellerpilz. Na gut. Müssen wir es nochmal machen? Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Wie ihr seht, ich kämpfe hier immer noch mit der richtigen Kameraposition. Wie es am besten aufnehmen. Wie der Doschen am besten zur Geltung kommt. Die Schokoladenseite des Doschens quasi ins Video zu bannen. Bin ich mir noch nicht sicher. Aber was mir auch auffällt ist, in den letzten beiden Super Mario Maker Videos, es ist das erste Mal, dass ich mit Facecam und so arbeite. Es hat so ausgesehen, als hätte ich Zahnlücken. Es liegt wahrscheinlich an der Beleuchtung. Ihr seht, ich habe noch alle Zähne. Ich bin zwar alt,
aber so alt bin ich noch nicht, dass mir hier schon die Zähne rausfallen. Nein, ich habe noch alle 32, 34, 36 Beißer, wie viel man halt hat, als erwachsener Mann. Sind noch alle da. Probieren wir es nochmal, die Scheiße. Wie schaut es denn eigentlich zeitlich aus? Ja, es geht noch, es geht noch. Oh, verdammt, Osten! Ich mag das Level nicht. So, jetzt haben wir hier mal so lockerflockig überhaupt nichts. Und wenn ich so weitermache, genau, bin ich auch noch klein. Ach, leck mich doch. Manchmal glaube ich, ich mache das mit Absicht, um mich selber ein bisschen zu trollen. Aber nein, es ist einzig und allein die Ungeduld, die mich verleitet zu diesen Fehlern. Jetzt muss ich mich überlegen, ob es überhaupt noch irgendwo einen Pilz gab. Alter! Hier war keiner mehr. Wo war der andere Pilz? Jetzt kommt da der Koopa. Ist ungeil, Leute. Ist ungeil. Geh weg! Alter! Jack the Point! Das Level, ne? Das kostet mir schon den Nerven. Also das ist das erste Mal hier, dass ich ein reguläres Let's Play. Ups! Ich will den Propellerpilz. Das ist hier ein reguläres Let's Play, einen regulären Let's Play Part mit Facecam aufnehmen. Und bei so Mario Maker kann ich ja ungefähr abschätzen, wie lang es dauern wird. Hier weiß ich das allerdings nicht. Das heißt, da ich hier nur eine halbe Stunde mit der Facecam aufnehmen kann, sollte der Part länger werden wie eine halbe Stunde und mein Facecam-Bild ist irgendwann mal weg, dann hat die Facecam nicht mehr weiter aufgenommen. Dann war der Camcorder voll. Ihr wisst ja, eine halbe Stunde ist Maximum, dann ist die Minidisc voll. Ist halt so. So, jetzt gucken wir mal. Ich muss hier irgendwie Anlauf nehmen, den Wind mir zu eigen machen. Oh, heilig, heilig, wir sind drin. Ist das jetzt hier der Secret Exit? Ist das hier der Secret Exit? Ja, ist er. Ist er, die Fahnenspitze ist rot. Und rot heißt Secret Exit. Secret! Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt kommen wir zur Kanone. Oder? Nein. Wir kommen nicht zur Kanone. Aber dann fehlt ja doch was. Es fehlt ja dann immer noch irgendwas. Verdammt. Es fehlt noch irgendwo ein Secret Exit in dieser Welt. Vermute mal hier. Ich vermute mal. Schauen wir mal nach. Hier muss es noch irgendwo ein Secret Exit geben. Welches Level war das hier? Ach, das lustige Dingens da. Das lustige Dingens mit dem Feuerkettenhund. Mit dem Feuerhund. Feuerkettenhund. Feuerschwanzkettenhund. Wie auch immer. Hier muss es noch ein Secret Exit geben. Die Frage ist halt wo, ne? Wo könnte man hier ein Secret verstecken? Ja, entweder oben oder unten. Weiter rauf geht's ja nicht. Nein, 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 nicht runterrutschen. Nicht nach unten rutschen, doschen. Sonst bist du down. Es ist natürlich auch möglich. Oh, hier geht's. Hier geht's rein. Haben wir das letzte Mal mitgenommen? Ja, haben wir. Haben wir. Hier waren wir schon. Hier war nur die Sternmünze. Na gut. Das ist hier kein Secret Exit. Aber wo ist er dann? Also, was ich mir nur vorstellen könnte, ist... Ups. Eine Danke-Ranke hier in den Blöcken.
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich ja das nicht mein Leben riskiere. Nein. Und unten komme ich nicht mehr hin. Na gut. Da oben kamen wir raus. Hier geht's auch nicht rein. Verdammt. Ja, ob hier ein Secret ist oder nicht, vermute ich ja nur. Ich weiß es nicht. Nochmal ein Propellerpilz. Und da oben mal schauen, hier auf dem Dingens drauf. Nein, hier ist nichts. Und für was hier diese Münzen sind, das sieht aus wie ein Hinweis. Aber ich wüsste nicht, auf was. Ich wüsste nicht, auf was sie mich da hinweisen sollten. Verdammt. Oder hier zum Beispiel. Ohrschluch. So ein Scheißköter. Nee, weiß ich leider nicht. Ich vermute hier ein Secret Exit, weil das ja in Richtung Kanone hochgeht. Aber ich weiß es nicht genau. Ich glaube... Oh verdammt, jetzt müssen wir diese Bonusrunde machen. Ich werde mich offscreen informieren. Bevor wir jetzt ewig und drei Tage suchen. Verdammt, Alter, ist das tricksy. So. Geh mal mit. Geh mal mit hier. Geh mal mit. So. Holen wir uns die lustigen Todballons. Und schon sind sie weg. So, jetzt kriegen wir unsere drei Beutzeln. So. Jetzt geht's nach oben. Oh, verdammt. Geh weg. Geh weg. Nein. Verdammt. Wir müssen jetzt nochmals mal den Kampf machen. Die nerven mich ein bisschen. So. Und schon bin ich down. Ja, man gewinnt nicht viel außer diese drei. Ach, so ein Arsch. Machen wir es anders, Alter. Machen wir es anders. Gehen wir direkt in die Schneewelt, in die dritte Welt. Wie gesagt, nach dem Secret Exit erkundige ich mich offscreen. Ich weiß leider nicht, wo es ist. Und jetzt, Leute, sind wir im Eisscheiß. Heili geili. Aber wir haben mit 73 Leben. Es könnte was werden. Wie die Pinguine. Pinguine des Todes. So, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ups. Gucken wir mal, wo hier was versteckt ist. Oh, der Pinguinanzug. Der ist ganz lustig. Vor allen Dingen können wir da Eisbälle schmeißen. Warum ist da oben? Hä? Was ist das hier? Arsch. Warum sind da oben jetzt Münzen aufgetaucht? Die haben mich jetzt ein bisschen irritiert. Na gut. Kriege ich die Sternmünze nicht? Na gut. Müssen wir gucken, wo der nächste Pinguinanzug ist. Ups. Na verdammt, da dreht er um, die Sau. Da wäre er gewesen. Da wäre er gewesen. Also die Trixie, diese Pinguine. Und schon ist der Doschen weg. Das war ungeil. Das war ungeil. Das habe ich stumm gemacht. Muss ich zugeben. So, was haben wir denn alles? Ja, nehmen wir mal so einen da. Von denen haben wir genug. So, auf ins Level. Auf, auf. Level 1-3. Eisscheiß. So, kriegen wir jetzt gleich einen Pinguin? Geh weg. Verdammt. Wie gewonnen, so zerronnen, aber... Gott sei Dank kam noch mal eine. Nein! Ja, Eisscheiß. Wir sind hier genau im richtigen Doschen-Level. Verdammt! Blöde Pinguine, geh weg! Aber hier ist noch mal eine. Also eine Sternmünze hätten wir schon mal. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Um den Levelausgang zu erreichen. Ich will da oben zum Check the Point. Ach komm schon. Verdammt, da unten ist die nächste.
Diese Sternmünzen sind nur mit Pinguinanzug zu erreichen. Stimmt's oder habe ich recht? Werden wir jetzt gleich erfahren. Obwohl, ich könnte was anderes probieren. Verdammt, es geht nicht. Nicht erwischt. Oh, jetzt wird's tricksy. Hart funktioniert. Alter Schwede. Ich hab's überlebt. Ich habe es überlebt. Ab in die Röhre. Da guckst du in die Röhre, wa? So. Zwei Sternmünzen haben wir schon mal. So, schauen wir mal, dass wir alle roten kriegen. Vielleicht kriegen wir dann noch einen Pinguin. Ja, wo sind denn die? Und da fehlt noch einer und verpasst. Wir sind zu langsam. Das heißt, ich komme nicht da unten rein in die Röhre. Da wird wohl die dritte Starcoin sein. Verdammt. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich brauche noch einen Pinguinanzug. Aber es gibt hier keinen mehr. Ups. Trixie, Trixie. Trixie, Trixie, Trixie. Ja, gab keine mehr. Müssen wir wohl nochmal machen. Und schauen, dass wir den ein oder anderen Pinguinanzug mit ans Levelende bringen. Irgendwie müsste man die Beleuchtung hier anders machen. Ich müsste von vorne beleuchtet werden. Hm, aber ich kann doch hier die Bude nicht umstellen, bloß weil ich jetzt hier die Kamera habe. Nein, wir wollen da bleiben. Wir machen dieses Level nochmal. Zeitlich passt ganz gut. Ja, ich habe im Display von der Kamera ebenfalls eine Uhr. Ein Zeitmesser, das ist ganz praktisch. Geh weg. So. Mal gucken, ob ich mich diesmal weniger dumm anstelle, aber ich glaube es nicht. Wir sind hier im Original der Doschen Eisscheiß. Halt überhaupt nicht meins. Ups. Trixie, Trixie. Ich hasse es. Ich hasse Eisscheiß. Check the point. Jawohl. Dieses Mal hat's geklappt. Jetzt müssen wir nur noch unbeschadet dahinter kommen. Und schaffen wir es? Verdammt, ist abgeschmiert. Verdammt. Mit der Rutscherei habe ich es nicht. Rutscherei. Und schon war es vorbei. Wir nehmen nochmal einen Pilz. Gott sei Dank haben wir von denen so viele. Mensch, hier der dritten Welt. Ich kacke ab. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf die höheren Level. Also auf die wirklich schwere Scheiße. Natürlich ist hier nichts. Natürlich. Nein, ich brauche den Pinguinanzug. Ich gehe ohne Pinguin hier nicht weiter. Hier ist ein One-Up. Brauchen wir nicht. Hier ist gar nichts. Hier war doch irgendwo ein Pinguinanzug. Da ist er drin. Da ist er. Da müsste er sein. Genau. So. Und jetzt hoffen, dass ich nicht wieder verliere. Glück gehabt, Alter. Das dachte ich schon, der Pinguin beißt mich. Ja, würde passen. Würde passen zum zum Doschen sein Geschick. Würde es passen. Geh weg. Verdammt. Nicht bekommen. Aber kommen wir jetzt da unten rein. Jawohl, kommen wir. Kriegen wir jetzt die dritte Starcoin? Das wäre schon eine geile Sache. Ja. Verdammt, was wollen sie hier von uns? Hä? Wie soll denn das gehen, Alter? Komm, lauf. Verdammt, wie soll das gehen? Verdammt, verdammt. Na, jetzt muss ich überlegen hier. Jetzt muss ich wieder kämpfen. Irgendwie muss man an die Starcoin kommen. Die Frage ist wie. Ich hätte eine Theorie. Ist halt die Frage, ob ich sie in die Praxis umsetzen kann. Einen Pinguin vereisen und ihn dann als Skateboard nutzen. Warte mal, bis er weg ist, da der Kasper.
und gucken, ob das geht. Vielleicht komme ich dann zur Starcoin. Ich muss mich anders positionieren, dass ich aus dem Sichtfeld der Kamera rauskomme. Geh weg, Alter! So. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Auf ein neues. So tricksy das Ganze. Mega tricksy. Komm, spring, lauf. Nein, nicht da rein. Nein, dann geh raus. Mach mich doch nicht fertig, Alter. Kannst mich doch nicht so schocken. So, jetzt. Jetzt mal gucken, wie wir das hier machen. Wir müssen die Pinguine vereisen. So nicht. Jawohl. Jawohl. Es funktioniert. Und jetzt rein und durch die Röhre. Jawohl. Heiligeili. Sehr schön. Sehr schön. Wir sind schon weiter wie vorhin. Dieses Mal könnte es was werden. Ist das jetzt... Ja. Ist der Schluss. Ist der Schluss. Verdammt. Nein. Nein. Ich will nicht sterben. Verdammt. Verdammt. Jetzt darf ich es nochmal machen. Ruckzuck sind die Pilze weg. Da erkämpft man sich in mühevoller Handarbeit sich 1 Million Pilze. Ruckizucki sind sie weg. Kaum ist der Dosch im ersten Eisscheiß-Level. Ach komm schon. Jetzt kriege ich keinen Pinguin mehr. Den brauchen wir aber. Den brauchen wir. Macht man da? Was macht man da? Muss ich tricksen? Tricksen, tricksen? Wenn ich das Level jetzt verlasse, ist dann mein Checkpoint auch weg. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber hier ist noch ein Pulzettel. Jawohl. Jawohl. Ich mag keine Eislevel, Leute. Ich mag sie nicht. Geh bloß weg. Kommt der nächste Pinguin. Die sind so tricksy, die Jungs. So, auf ein neues. Ey, das Problem so schön gemeistert und dann mache ich so eine Scheiße. Dieser blöde Pinguin. Nervt mich ein bisschen. So. Da hätten sie ruhig nur mal einen Pinguin hinmachen können am Schluss. Oder hier zumindest am Anfang. Da ist auch einer. Das ist doch der Bestoschen. Mann. Da fällt mir nichts mehr ein. Da fällt mir nichts mehr ein. So, jetzt probieren wir das hier nochmal. Jawohl. Hat geklappt. Hat geklappt. So, ab durch die Röhre. Da guckst du in die Röhre, wa? So, jetzt nichts wie raus aus diesem Level. Und den Part beenden. Zeit wird's, dass ich diesen Scheiß hier endlich... Ach komm schon, Doschten. Reiß dich doch zusammen jetzt die letzten paar Meter. So. So. Es müsste doch gleich... Ja genau, da kommt's. Ja, im Grunde kann man sagen, ein Level zu 100% in einem Part. Das werden viele Parts werden. Aber ich kann es auch machen wie andere Let's Player, die rushen ein Level durch und schneiden dann die Sternmünzen im Nachhinein ins Video rein. Und genau das möchte ich nicht. Ich möchte euch mein Failure-Eye komplett und lückenlos zeigen. Eigentlich ein lückenloses Let's Play abliefern, weil genau das ist ja der Witz an der Sache. Euch zu zeigen, wo die Starcoins sind. Da könnt ihr auch nachgoogeln, wenn ihr die sucht. Tja, wie dem auch sei, Leute. Ich beende Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sag Servusle. Bis zum nächsten Mal. Euer Doschten.